Ich kann nur wiederholen, was ich eben zu Timo Brunke sagte. Was für ein Genuss und was für eine Freude, Künstler wie euch auf unserer Seite zu wissen. Dafür vielen Dank. Und ich kann dasselbe bezogen auf unsere Unterstützer aus der Verkehrswissenschaft sagen. Eure Expertise hat uns in all den Jahren gezeigt, dass wir Stuttgart 21 Gegnerinnen und Gegner keine rückwärtsgewandten Ewiggestrigen sind, sondern dass wir unterstützt von euch, dank euch und mit euch in die richtigen Kerben hauen und in die richtige Richtung schieben. Danke, dass auch Sie so spontan zugesagt haben, Herr Professor Monheim, an diesem 3.2. bei uns zu sprechen. Ein herzliches Willkommen dem unermüdlichen Kämpfer für eine Schiene, die Zukunft hat. Ja. Professor Monheim ist Leiter des Raumkomm-Instituts an der Universität Trier und Mitbegründer von Initiativen wie Bürgerbahn statt Börsenbahn. Professor Monheim, Sie haben das Wort. Ja, liebe Freunde, ich bin zunächst mal unheimlich überwältigt, weil man in den Zeitungen und im Rundfunk hören könnte, ihr wäret so wenige geworden. Ich kann da nichts von merken. Es ist hier rappelvoll, ihr seid viele und ihr werdet noch viel mehr werden, wenn es tatsächlich so weit käme, dass die Gleise oberirdisch abgerissen werden würden, dann seid ihr 10-mal mehr als heute. Mein Vorschlag ist, dass die Stadt Stuttgart euch hier am Bahnhof ein Museum errichtet, ein Museum für bürgerschaftliches Engagement, ein Museum für kritische Demokratie, denn die Stadt hat wahnsinnig viel gewonnen durch eure Kreativität, die eben auch sehr viel kulturelle Kreativität ist. In der Dimension gibt es das nirgends anders auf der Welt, mit wie viel Beharrlichkeit und Konstanz der Protest immer wieder artikuliert wird. 500 Mal montags. Aus meiner Sicht ist Stuttgart 21 ein Wahnsinnsprojekt, das immer mehr aus der Zeit gefallen ist, weil wir ganz offenkundig eine Klimakrise haben, eine Klimakrise, bei der wir im Verkehr ganz andere Dinge machen müssen, eine Flächenbahn realisieren und statt weniger Großprojekte viele tausend kleinere Projekte, Streckenreaktivierungen, Weicheneinbau, Gleisanschluss für Gewerbegebiete und Ähnliches mehr zu tun haben. Und dafür ist seit Jahren kein Geld mehr da, weil das Geld hier im Loch verbuddelt werden muss. Die Bahn ächzt, wie wir immer wieder lesen können, unter einem schnell wachsenden Schuldenberg. Und an diesem schnell wachsenden Schuldenberg ist am Ende auch dieses Projekt, dessen Dimensionen möglicherweise am Ende eher bei 12 Milliarden enden werden, maßgeblich beteiligt. Das ist das, was ich nie verstanden habe. Ich habe hier bei euch schon 4-mal gesprochen, dass in anderen Teilen der Republik, in Bayern, in Schleswig-Holstein oder in Sachsen-Anhalt oder wo immer wir sind, nicht kapiert wird, welche verheerenden Auswirkungen dieses Projekt auf die gesamte Schienenverkehrsentwicklung in Deutschland hat. Weil es eben Planungskapazität, Tausende von Planern arbeiten hier und werden hier monopolisiert, die anderswo wichtige Planungsarbeit für eine bessere Bahn leisten müssen. Aber das Problem ist, dass wir schon lange einen Orientierungsverlust im Vorstand und bei den Bahnoberen in der Chefetage haben. Die strategische Ausrichtung, die immer wieder auf wenige Großprojekte der Hochgeschwindigkeit
und wenige Großprojekte im Bereich der Bahnhöfe ausgerichtet ist, passt mehr denn je nicht in die Herausforderungen der Verkehrswende, die dafür sorgen muss, dass überall im Land umgestiegen wird, die dafür sorgen muss, dass wir zum Beispiel 6.000 neue Bahnhöfe und Haltepunkte kriegen, dass wir endlich ganz viele neue S-Bahn-Systeme kriegen, aber stattdessen monopolisieren die orientierungslosen Bahnoberen die Investitionen auf wenige Großprojekte mit geringer Netzwirkung. Eigentlich wird das offenkundig an der Tatsache, dass diese Bundesregierung schon in ihrer Koalitionsvereinbarung ein Bekenntnis zum Deutschlandtakt gemacht hat, also zur späten, aber immerhin doch Einsicht, dass das Vorbild des integralen Taktfahrplans, das man in der Schweiz in seinen segensreichen Effekten auf den Schienenverkehr alltäglich erleben kann, jetzt eigentlich auch in Deutschland die Schienenpolitik bestimmen soll. Stuttgart 21 ist nicht Deutschlandtakt verträglich. Und deswegen muss man alles tun, um die nötige Kapazität, die insbesondere für die vielen regionalen Verbindungen in der Großregion wichtig sind, tatsächlich auch in diesem wichtigen Schienenknoten unterbringen zu können, unterzubringen in einem integralen Taktfahrplan. Dafür braucht man mehr als die Gleise im Tunnel. Dafür braucht man Gleise auf der Oberfläche. Dafür braucht man K21 als Alternative. Liebe Freunde, was mich immer wieder gewundert hat, ist, wie wenig eigentlich dieses Projekt mit der Qualität der öffentlichen Räume, ich sag mal im Radius von 4 und 5 Kilometern rund um den Bahnhof zu tun hat. Stuttgart ist Autostadt und in dieser Autostadt wimmelt es von völlig überdimensionierten 4- oder 6-spurigen Straßen mit Kreuzungen, bei denen es dann auch 20 oder 24 Spuren gibt. Und alles dieses hätte man mit weit weniger Geld stadtverträglich umgestalten können. Stattdessen wird die Investition voll ins Loch gesteckt. Wenn wir an die Anfänge zurückgehen, dann werden wir uns erinnern, dass da Herren wie Herr Dürr und Herren wie Herr Medorn eine große Rolle gespielt haben. Ihr Traum war nicht Verkehrswende in Deutschland. Ihr Traum war eine kleine, feine Börsenbahn, eine Korridorbahn, die auf wenigen Hochgeschwindigkeitsstrecken Geld verdienen sollte. Ihnen ging es nie darum, den Schienenverkehr im gesamten Land bis in den letzten Winkel zu verbessern, wie wir von Bürgerbahn statt Börsenbahn immer für eine Flächenbahn gefordert haben und wie man in seinen guten Auswirkungen in der Schweiz wunderschön studieren kann, wo alles wie ein System funktioniert. Medorn hat die Schweiz immer wieder verspottet als kleines Land, die ganze SBB wäre doch eigentlich nur eine kleine S-Bahn, aber dieses kleine Land mit seinem Bahnsystem macht europaweit die meisten Bahnfahrten und die längsten Bahnfahrten je Einwohner. Also wer glaubt, ein kleines Land wäre bahnpolitisch uninteressant, der muss größenwahnsinnig sein, wie Herr Medorn das war. Also worum geht es denn? Es geht beim Deutschlandtakt, beim integralen Taktfahrplan darum, nicht lange rumstehen zu müssen, ein zuverlässiges Taktsystem zu haben, wo die Kapazität in den Knoten dafür sorgt, dass aus allen Richtungen zur fast gleichen Zeit Züge ankommen können, dass sie die Fahrgäste austauschen können und dass sie dann wieder weiterfahren. Dafür braucht man Kapazität.
Und diese Kapazität wird hier vernichtet, wenn die oberirdischen Gleise nicht erhalten bleiben. Ich denke, es ist auch typisch für die merkwürdige Absurdität deutscher aktueller Verkehrspolitik, dass wir, obwohl Verkehrswende offenkundig bedeutet, weniger Autos, insgesamt weniger Autos und weniger Autoverkehr, dass wir noch nie so viel in den weiteren Ausbau und Neubau von Autobahnen investiert haben wie im Moment. In allen Ballungsräumen werden die Autobahnen gerade sechsspurig, teilweise sogar achtspurig ausgebaut, aber wir hätten gerne weniger Autoverkehr. Das passt vorne und hinten nicht zusammen und deswegen brauchen wir dringend ein Moratorium, wo wir bei den Investitionen in den Straßenbau massiv auf die Bremse steigen. Das einzige Geld, was man da noch sinnvoll ausgeben kann, ist für Brückenerneuerung da, wo diese Einsturz bedroht sind. Aber Kapazitätserweiterungen im Straßennetz passen überhaupt nicht in die verkehrspolitische Landschaft des Klimawandels. Unser Hauptproblem in der Verkehrspolitik ist, dass wir immer noch mit Entscheidungsträgern zu tun haben, die davon ausgehen, dass man in Ballungsräumen ja gut einen halbwegs vernünftigen öffentlichen Verkehr organisieren kann, dass aber im ländlichen Raum weiterhin der Autoverkehr dominieren müsse. Nach dem Motto, Leben ohne Auto auf dem Land wäre nicht möglich. Meine Damen und Herren, der öffentliche Verkehr muss den Ehrgeiz haben, auch im ländlichen Raum, auch im Dorf, ein Leben ohne Auto möglich zu machen. Ein Viertel aller Haushalte tut das sowieso schon. Und dafür brauchen wir Tausende von neuen Dorfbussystemen, Tausende von neuen Stadt- und Ortsbussystemen. Und dafür müsste das Geld, was im Moment in den wenigen Großprojekten verbraten wird, sinnvoll eingesetzt werden. Letztlich ist ganz erstaunlich, dass die Politik sich es als pragmatische Großtat vorstellen kann, 60 Kilometer Tunnelröhre zu buddeln. Das kann man sich vorstellen. Aber in einem Dorf einen vernünftigen Busverkehr zu organisieren, das ist für diese Herren nicht vorstellbar. Das eine ist eigentlich ein Klacks und das andere ist, wie wir wissen, sündhaft teuer. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, Hermann Knoflacher hat das vorhin mit den Höhlenmenschen sehr deutlich gesagt, dass die Zukunft der Bahn unter der Erde liegt. Bahnkultur, Bahnhofskultur, Bahnhofsarchitektur, das hat immer etwas mit Stolz, mit Vorzeigen, mit über der Erde und nicht mit Verstecken, dass oben der Autoverkehr toben kann, zu tun. In unseren Nachbarländern, in den Niederlanden, in Dänemark, auch in England erleben wir gerade eine Renaissance moderner Bahnhofsarchitektur über der Erde. Es ist mir überhaupt nicht begreiflich, wie wir das, was hier geschieht, gewissermaßen als Ikone moderner Architektur bezeichnen können, obwohl es ein Ergebnis der Wühlmaus-Architektur ist. Meine Damen und Herren, am Ende droht uns etwas, wo die Verantwortlichen sicher eine Menge Angst vorhaben. Der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail und Sie alle kennen die Stichworte zu schmale Bahnsteige, zu breite Säulen, die zu wenig Platz auf den Bahnsteigen lassen, schiefe Bahnsteigen mit unzulässiger Neigung und das ganz zentrale Problem, was vor 10 Jahren niemand sich vorstellen konnte, ist brennende Aluminiumzüge, die im Tunnel nicht löschbar sind.
Daraus resultiert, dass etwas passieren kann, was wir im Berlin-Brandenburger Flughafenfall erlebt haben, dass am Ende eine Betriebsgenehmigung für die Anlagen, so wie sie im Moment gebaut werden, nicht möglich sein wird. Stellen Sie sich vor, Stuttgart ist abgehängt, weil kein Zug durch den Tunnel fahren kann. Weil man aber sich auch sowas vorstellen muss, braucht man dringend einen Plan B. Und diesen Plan B habt ihr mit K21, mit dem Alternativkonzept, hervorragend und auch städtebaulich überzeugend entwickelt. Okay, ich ende mit einem Appell an die Verantwortlichen in der Stadt, in der Metropolregion, in der Industrie- und Handelskammer, bei den Zeitungen, beim Land und beim Bund. Sorgen Sie dafür, dass dieser wichtige Schienenknoten die nötige Kapazität behält. Vermeiden Sie, dass hier etwas entsteht, was den ganzen Südwesten aus dem wichtigen Thema Deutschlandtakt am Ende ausklingt. Ohne oberirdische Gleise ist das nicht möglich. Also oben bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank. Professor Heiner Monheim, herzlichen Dank für diesen Beitrag.